Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Heute geht's um den großen Preis von Österreich. Jawohl, wir fahren 18 Runden in der Steiermark. Und ja, wir hoffen, dass am Ende Platz 1 und 2 für uns rauskommt. Wer auf Platz 1 ist, ist am Ende völlig wurscht. Wäre natürlich schön, wenn Hamilton ausscheiden würde und ich würde sagen können, okay, wir dürfen gewinnen. Ansonsten wird Daniel Ricciardo hier wohl, wenn nichts passiert, seinen vierten Sieg einfahren. Hier beim diesjährigen großen Preis von Stefan Römer. 2019 sah man hier auf den Tribünen ein Meer von roten Mützen im Andenken an den großartigen Niki Lauda, der hier natürlich auch einen Heimsieg feiern konnte. Das war das Jahr 1984. Auch heute sind wieder alle Plätze ausverkauft. Es ist eine der kürzesten Runden des Kalenders mit 7 Rechts- und nur 3 Linkskurven, aus denen die 10 Kurven dieser schnellen Strecke bestehen. Kurve 2 ist dabei kaum Kurve zu nennen. Hier wird Vollgas gefahren. Es ist mehr ein Knick nach links in die Bergaufbremszone für Kurve 3. Die Kurven 1, 3 und 4 bieten ausreichend Möglichkeiten zum Überholen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Schumacher steht auf der Pole Position und P2 geht an Daniel Ricciardo. Der Australier hat heute eine starke Leistung gezeigt. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Verstappen, Hamilton, Valtteri Bottas und Vettel, Leclerc, Magnussen, Perez und Alexander Albon, Ocon, Sainz, Lando Norris und Stroll, Gasly, Giovinazzi, Nick de Vries und Jordan King. Aitken, Latifi, Kwiat und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Sehr interessant, zwei Gridstrafen, aber Magnussen bleibt auf 8. Das ist krass für Alpha, das ist wirklich stark. Was ich immer checken muss, natürlich, wie lange die Harten halten. Die könnten tatsächlich komplett durchfahren, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen. Aber ja, ich glaube, wir kommen nach 8 Runden rein. Ich möchte den Reifen nicht zu sehr kaputt fahren. Genau, und 18 Runden, da laden wir mal auf für 22. Vollgas. Ohne Wenn und Aber. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Es ist ungewöhnlich, dass man ein dunkelrotes Auto auf Platz 8 sieht. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ansonsten, wie immer, weiß. Okay, überraschend ist blau vor diesem Petrolgrün. Oder Petrol Türkis Blau. Dahinter die zwei hellroten Ferraris und dann ein dunkelroter Alfa Romeo, wo immer noch niemand weiß, wie der eigentlich davor gekommen ist. Aber ja, da steht Kevin Magnussen bei Alfa. Das ist halt schon eine Bewerbung für höhere Aufgaben ab nächstem Jahr, wenn Sergio Perez aufhört. Da wird eine Lücke hinterlassen bei Renault. Ich tippe darauf, dass Ricciardo durch uns hindurchfährt. Der ist nämlich deutlich schneller als wir, Nate, oder nicht? Das ist ein rotes Auto, zwei rotes Auto, dann kommt dieses weiß-rote. So, Alfa Romeo. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Gleich jetzt los, großer Preis von Österreich. 18 Runden durch die Steiermark. Thank you.
Komm super weg. Danny macht sofort die Tür zu für Verstappen. Hamilton schon vorbei an Verstappen. Verstappen schlägt zurück. Das wird interessant. Und wir ziehen sofort vorne weg. Und zwar gigantisch. Danny hat anscheinend gerade so einen halbwegs guten Start erwischt. Aber das, was wir da vorne erwischt haben, das ist Bombe. Verstappen wieder vorbei an Hamilton. Grüne Flagge, da hat es gekracht. Und wenn ich es richtig sehe, hat Magnussen den Platz an Perez verloren. Und wir fahren Vollspeed vorne weg. Danny schon 1,3 Sekunden hinter uns. Schumacher schnellste Note 1:07.940. Herausragende Zeit von Schumacher. Und auch Danny ist fast drauf und dran, dass er aus dem DRS-Fenster oder dass er Verstappen wegfahren kann fürs DRS. So dass Verstappen kein DRS bekommt. Den Move kennen wir von Schumacher, den hat er öfters. Und wir sind fast schon fast 2 Sekunden vor Daniel Ricciardo. Krass. Hätte natürlich nichts dagegen, wenn ich jetzt sehen würde, dass Bottas an Hamilton vorbeigeht. Wenn ich gerade sehe, dass Bottas nicht auf 0,5 Sekunden an Hamilton dran ist. Ist näher an Hamilton dran, als Hamilton an Verstappen. Jetzt eine schöne Runde von Schumacher. DRS jetzt aktiviert. Das ist Glück für Verstappen. Verstappen bleibt nah dran an Ricciardo. Das ist ein Ausrufezeichen von Max Verstappen. Zum zweiten Sektor gewesen. Und zu Österreich ist eigentlich voll unser Kurs. Oh, die erste Runde, wo wir nicht die schnellste Runde fahren. Ja, und Danny muss sich hart verteidigen und wirklich kämpfen um Platz 2 gerade gegen Verstappen. Gleich aufpassen darf, dass der Hamilton nicht von hinten kommt. Also bin gerade sehr froh, dass wir diese Vierergruppe hier gut entwischen. Und unsere Reifen lässt nach bei mir. Kann auch daran liegen, dass wir fast einen komplett brandneuen Motor haben gefühlt. Bis aufs Getriebe. Das dürfen wir erst nach dem Rennen wechseln. So, Verstappen schafft es, ein bisschen von Hamilton zu lösen. Danny kommt aber von Max nicht weg. Und Perez ist auf, wollte ich sagen, Perez war gerade fast auf Platz 6. Der ist nicht an einem Ferrari schon vorbei. Und Magnus wird ordentlich durchgereicht, sehe ich gerade. Der ist nämlich, Ocon kämpft nämlich auch schon gegen den zweiten Ferrari.
Das vermutet man Vettel auf 6, Perez 7, Leclerc 8 und Ocon schon auf 9. Nächste Runde. Einfach mal so kurz aus dem Hut gezaubert, die schnellste Runde. Und einen guten Vorsprung rausgefahren gegenüber Daniel Ricciardo. Eine Verwarnung bekommen für das Überschreiten der Streckenbegrenzung. Ich hätte mir das viel vielleicht mal sagen, dass wir es nicht mit Absicht machen. Und noch eine schnellste Runde. Schumacher ist im Vollgasmodus. Und Ricciardo schafft übrigens, sich gegen Verstappen zu behaupten, Runde für Runde für Runde. Und der Vorsprung wächst mittlerweile an auf 5 Sekunden. Und jetzt ist Verstappen vorbei. Nein, Ricciardo schlägt zurück, ja. Uiuiui. Verstappen probiert es wieder. Ricciardo schlägt wieder zurück. Aber jetzt da reicht es diesmal auch nicht. Verstappen bleibt vor Ricciardo. Vollkommen hart pushen. Ich habe 5,9 Sekunden Vorsprung auf Platz 2 auf Danny. Ich sehe dann nicht ein, dass ich da ins Endlose pushen sollte. Mit einem Vorsprung von 6, das sehen wir jetzt gleich. Von 6,3 Sekunden, 6,1 Sekunden überfahren wir die Boxenlinie. 6,1 Sekunden. Leclerc ist auf 6, Vettel ist auf 8. Relativ im Mittelfeld, glaube ich, da raus. Sainz, Gasly. Und hier kommt Stroll. Wir kommen raus vor Magnussen. Wir müssen schauen, dass wir mit Stroll vorbeikommen. Das war zu erwarten, dass wir an dem locker vorbeikommen. Erst wenn wir vermutlich jetzt in die Box kommen. Da sieht man erstmal, welche Power der Porsche im Auto hat.
wie nah der an den Alpha Tauri in roten Reifen ranfahren kann. Und das auf Soft, auf Medium-Reifen. Soft gegen Medium. Nee, komm noch nicht rein. Jetzt hat aber Alpha Tauri wohl keine Chance. Und zwar 0, niente. Oh, wir nehmen Sainz jetzt glaube ich auch noch mit. Ne, schaffen wir nicht. Aber Gasly. Boah. Drängt uns da fast von der Strecke. Carlos Sainz. Verstappen ist schon in der Box gewesen. Ricardo fährt immer noch. Kann sein, dass er versucht, dass er tatsächlich Max komplett aus. Sozusagen. Ja, ausfährt, mehr oder weniger. Wenn wir uns da vorne an einen Renault ranarbeiten und das ist der von Ocon. Das müssen Sie sich vorstellen. Der muss nicht in die Box und hat jetzt schon nur noch 3,5 Sekunden auf uns Vorsprung. 2,8. Das ist schon ein Ausrufezeichen, Freunde. Das ist schon ein Ausrufezeichen. Schnellster erster Sektor und das auf gelben Reifen. Ja, da vertun wir so ein bisschen. Mit dem Anbremsen. 0,6 Sekunden haben wir jetzt gerade so 0,7 rausgefahren auf Ocon. Der hat nur noch 2,0, Alter. Wir machen fast pro 100 Meter fast 0,1, 0,2. Gut. Danny ist jetzt in der Boxengasse. Jetzt bin ich gespannt. Ocon kommt jetzt auch rein. Wir fahren halt einfach unser Ding weiter. Russell bleibt immer noch draußen, er ist auf gelb. Ne, er fährt immer noch auf Softmat. Ricardo fährt auf Hard weiter. Verstappen auf Medium. 0,3 Sekunden trennen die beiden. Jetzt weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Für diese kurze Renndistanz. Nicht auf Medium zu gehen. Ich weiß nicht, ob er sich da nicht ein paar Punkte wegnimmt. Bottas übrigens vor Hamilton und vor Hamilton ist noch Perez. Sollte Ricardo Zweiter werden. Hamilton holt nur 8 Punkte. Ricardo 18 würde jetzt Punkte auf 10 ausbauen. Wäre natürlich jetzt logisch für uns, wenn wir sagen würden, ja, wir lassen ihn passieren. Das Problem ist nur, dass dann Verstappen mit dran hängt. Wenn er so viel Vorsprung hätte. Das sind 9 Sekunden, die wir langsamer fahren müssten. Ich kann keine 9 Sekunden verlieren. Also wenn er jetzt ein bisschen vorne, ein bisschen schneller von mitgefahren wäre, kein Problem. Aber wenn es jetzt so gewesen wäre wegen Kanada das letzte Mal, hätten wir ihn aber auch überholen können, muss ich auch dazu sagen. Aber 9 Sekunden kann ich halt nicht einfach herschenken. Wir machen jetzt den Stiefel einfach fertig. Und vertrauen darauf, dass Danny Zweiter wird. Mit 10 Punkten hat er auch 13 Punkte Vorsprung vorher mitten. Und das vom Rennen des Jahres in Monza. Und was willst du denn mehr? Hier, Perez, seht ihr das? Achso, nee, ihr seht es nicht. Aber ja, Perez auf 5.
Hamilton auf 6. There's 5 laps of fuel remaining. Probleme. Nach der Ferrari schauen, die sind auf 7 und 8. Die Ferrari lassen hier ein bisschen federn. Wenn man daran denkt, dass Vettel im zweiten Rennen eigentlich fast gewonnen hätte, in Bahrain, schon ein bisschen verwunderlich. Machen sie auch kontinuierlichen Fortschritt, anders als Mercedes diese Woche, die gar nichts gemacht haben. Was man hier jetzt auch deutlich sehen kann. Perez muss sich zwar gegen Hamilton verteidigen, kommt dann fort, oder hat er zu sehr auf die Karte unten links geschaut. Genau wie George Russell. Im Interview erzählt, dass er da ein Duell zwischen Sainz und Leclerc verfolgt hat und dann dabei vollkommen neben die Piste gefahren ist. So, 11 Sekunden Vorsprung auf Ricardo, 11,4 sind auf Verstappen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Ricardo diesen Abstand halten kann, muss ich jetzt einfach mal sagen. Und Perez muss man auch wieder loben, unseren Ex-Teamkollegen in seinem letzten Jahr, ist hier von 9 gestartet und fährt aktuell auf 5. Im Renault. Also Renault ist schon hier Team Nummer 5. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Ein Problem mit den Reifen. Wundert mich aber eigentlich. Wie kann das sein, dass uns der Reifen nicht so... Oh, der Reifen, Alter. Ich fahre die Kurve nicht anders an als sonst und wir rutschen. Schau das mal an. Wir rutschen gerade richtig übel. We have 2 laps of fuel remaining. Ricardo immer noch 0,4 Sekunden zwischen sich und Verstappen. Dann machen wir den extra Speed aus. Jetzt fast 12 Sekunden Vorsprung auf Danny. Und vom Sprit her soll es auch reichen. Das wird wohl Vierter werden, Hamilton wahrscheinlich nur Sechster, der holt wahrscheinlich nur 8 Punkte hier. Mit dem Sieg würden wir sogar aktuell an Danny vorbeispringen in der Punktewertung. Und auf Hamilton einfach mal 18 Punkte rausschlagen in einem Rennen. This is your final lap of the race. Also wie gesagt, ich hätte Danny gewinnen lassen hier, wenn er halt gezeigt hätte, dass er mit uns mitfahren kann. Aber wie gesagt, er kämpft hier mit aller Mühe und Not gegen Max Verstappen, der jetzt auf 0,2 Sekunden dran ist. Schnappt sich Verstappen in der letzten Runde Daniel Ricciardo Fragezeichen. Bottas greift Verstappen an. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bottas laut Tableau vorbei an Verstappen. Ich muss jetzt kurz auf Mager umschalten, unser Sprit tatsächlich leer. Jordan King ist ausgeschieden.
Und das ist an einer ganz bescheuerten Stelle. Das ist nämlich eigentlich Safety Car Stelle. Verstappen vorbei an Ricardo. Er schafft's. Er schafft's. Yellow Flag. Da steht Jordan King. Das ist Safety Car eigentlich die Stelle. Und Schumacher holt seinen ersten Sieg in Österreich. That's a race win. You've really been great today. Fahrer des Tages George Russell. Das war das Ende eines wieder mal spektakulären großen Preises von Österreich mit einer erstaunlichen Fahrerperformance von der ersten bis zur letzten Runde. Stefan, sag mir, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Lando Hülkenfried. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Das hat man es echt geschafft. Dies kann man einfach nur als einen fantastischen Tag für die Formel 1 bezeichnen. Und das Siegerface ist zurück. Ein weiteres Wahnsinnsrennen endet. Wir sind am Ende Erster. Danny wird nur Dritter. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil nur fünf Punkte. Hamilton schafft es nämlich noch Fünfter zu werden. Tatsächlich schafft es doch noch an Perez vorbei. Natürlich ärgerlich, weil er somit nur 5 Punkte ausbaut. Wir holen insgesamt 26 Punkte und machen 16 Punkte auf Hamilton gut. Max auf 2. Sehr schön. Ferraris auf 7 und 8. Überraschend. Perez von 9 auf 6. Ocon am Ende nur 12. geworden. Lando Norris schleicht sich nach vorne auf die 10 und unten. King am Ende ausgeschieden. 2 Runden überrundet, mehr oder weniger. Latifi, Aitken, De Vries. Ja, gut. Da sind die Leute vorbeigefahren und Russell von 20 auf 16. Das ist natürlich stark, klar. Achten auf die Rangliste. Schumacher auf 1, Ricciardo auf 2, 192 Punkte. 84 Hamilton, 64 Verstappen, 59 Bottas. Leclerc bereits mit 52 Punkten Rückstand. Das ist fast. Boah. Das ist viel. Ich sag mal, Vettel mit 63 Punkten hat nichts mehr mit der WM-Wertung zu tun am Ende. Ich nehme jetzt mal weit aus dem Fenster. Perez 7 könnte noch hinhauen, aber boah, wird heftig. Wir haben insgesamt fast 50 Punkte Vorsprung auf Mercedes. Ferrari hat nur noch 1 Punkt Vorsprung auf Red Bull. Renault 55 Punkte, McLaren 34. Unten hat sich nichts geändert. Wie gesagt, der Alfa nicht in die Punkte gekommen. Wenn wir uns auf die Rennleitung angucken, und die Ereignisse anschauen, Kwiat hatte einen Crash mit Aitken. Schumacher, Schrecken, bekannt zum Beispiel, De Vries mit King verursacht und gleiche Runde King, mechanisches Versagen. Ah, er ist wahrscheinlich hinten drauf gefahren. Das ist natürlich ärgerlich. De Vries musste aber nicht mehr in die Box, oder? Wahrscheinlich nicht, weil er hat noch mehr Plätze verloren. 19. ist er gewonnen. Ja, Mai. Mai ist wie es ist. Wir holen nur den ersten Sieg. Das ist auch ganz wichtig. Aber ja, wir wollen Danny immer noch zum Weltmeister machen. Das wirklich genossen. Bei ihm sah das leicht aus. Es geht doch nichts über einen Sieg auf dieser Strecke, habe ich recht? Absolut. Aber wie gesagt, ohne mein Team geht nichts. Der Meisterschaft. Wie fühlt sich das an? Loben wir mal das ganze Feld. Es sieht aus, als hätte sich in dieser Meisterschaft ein Sieger herauskristallisiert. Steht die Sache fest? Ich sagen, man muss immer 100% geben. Wenn man nicht 100% gibt, dann läuft glaube ich was falsch. Die aus diesem Kräftemessen mit Ihnen etwas gelernt hat? Klasse, das war dann alles. Sieht so aus, er hätte die Rivalität verloren. Schau mal genau nach. Plus 5, plus 2. 34 zu 20. Autsch. So. Gibt uns natürlich einen netten Boost. Da unten kriegen wir auch noch was. Gesamter Anerkennungszuwachs. 2,54 Millionen wandern aufs Konto. Sieg um Platz 3 ist natürlich nice. Doppelpodium.
So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt ciao mit V. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund und ich freue mich auf Italien. Bis dann. Ciao mit V.